Vielen Dank. Vielen Dank. Und guten Morgen. Herzlich willkommen bei Lufthansa auf unserem Flug in den Newsroom. Je nachdem, wie spät es gestern Abend geworden ist, vielleicht ein Red-Eye-Flight für manche unter euch. Auf jeden Fall schön, dass ihr so zahlreich den Weg hier zu uns gefunden habt auf der grünen Bühne. Es wäre auch schön, wenn ihr dann für die nächsten 30 Minuten in den Flugmodus geht, sodass wir mit voller Aufmerksamkeit mal ein bisschen erzählen können aus unserem Newsroom. Mein Name ist, wie gesagt, Michiel. Ich leite das Team Leadership and Dialogue Communications im Lufthansa Airlines Newsroom. Ich bin auch im Projekt Newsroom Weiterentwicklung mit drin und das mache ich also bei dir im Bereich, Steffi. Ja, guten Morgen auch von mir, Stefanie Stotz. Ich verantworte die Kommunikation der Lufthansa Airlines, des größten Geschäftsfeldes der Lufthansa-Gruppe und spannend damit seit Januar auch die Kulturentwicklung, Cultural Development. Und da kommen wir als Teil dieses Vortrages dazu, warum das aus unserer Sicht ein Winning, also ein Match ist bei der Entwicklung des Unternehmens und im Newsroom. Genau, und bevor wir starten, wollen wir das Gehirn so ein bisschen aufwachen. Wie gesagt, manchmal, für manche Leute ist der Tag gestern lange gewesen. Und wir haben 4 Fun Facts mitgebracht aus unserer Lufthansa-Welt, die wir glauben ziemlich interessant sind. Und wir werden die verraten anhand von Fragen. Einfach reinschreien, Hand heben und es gibt auch ein kleines Incentive. Wer richtig antwortet, kriegt eine Lufthansa-Schokolade. Das sind die, die ihr auch bei uns an Bord bekommt, wenn ihr Economy-Klasse fliegt bei uns. Und ich sehe, dass sich schon jemand bedient hat. Das ist auch okay. Alright, dann starten wir einfach mit der ersten Frage. Tomatensaft ist ja ein ikonisches Getränk auf Flugzeugen, aber tatsächlich nicht das, was am meisten getrunken wird. Deswegen hier die Frage, welches Getränk wird an Bord bei uns am meisten getrunken? So viel Schokolade habe ich nicht, leider. Die richtige Antwort ist tatsächlich Wasser und dann danach Saft außer Tomatensaft und dann Wein. Und Tomatensaft, je nachdem, wie man es berechnet, ist erst an sechster Stelle. Und ich verteile mal einfach ein paar hier. Gedügt habe ich ja nicht. Okay, wir machen weiter. Wohin ging der längste Flug, Direktflug der Lufthansa? Von wo nach wo, das wäre das Topping, aber wohin ging der längste Flug? Direktflug. Okay, ich löse es auf. Ich vermute, es können nur Kenner wissen. Und zwar flog der 2021 von Hamburg nach, auf die Falklandinseln. Dazu komme ich dann später nochmal, was das mit sich hatte. Das waren über 13.000 Kilometer, fast 16 Stunden Flugzeit. Mhm. War ein Charter. Mhm. Ich verteile mal so ein bisschen Schokolade einfach so. Weil. Genau, bitteschön. Dann. Wir haben bei uns ein ziemlich umfangreiches Firmenarchiv, was tatsächlich auch im Newsroom bei uns angesiedelt ist. Und da seht ihr jetzt ein Foto daraus aus dem Jahr 1957. Sitze für Babys nenne ich das jetzt mal. Die Frage dazu ist, wie viele Babys wurden schon bei Lufthansa an Bord geboren? Bisschen lauter, ich höre es nicht. Zwischen 6 und 800, irgendwo dazwischen. Nee, ich löse es auf, es sind tatsächlich nicht so viele, je nachdem, ob man unsere damaligen Tochtergesellschaften noch dazu rechnet oder nicht, sind es seit 1965 mindestens 10 an Bord gewesen. Dabei war das Jahr 93 sehr fruchtbar, da hat es 3 Babys und sogar ein Fohlen gegeben. Auf einem Cargo-Flug von Los Angeles nach Frankfurt. Zwischen 600 und 800, bitteschön. Okay, jetzt kommen wir zur letzten Frage des Warm-ups. Das hat schon mal gut geklappt.
Hier an Bord können oder bei der Buchung von Flugtickets können Kunden, Kundinnen selber wählen, ob sie den Flug kompensieren mit nachhaltigen Kraftstoffen. Wie viel Prozent der Fluggäste, unserer Fluggäste, wählen die Option, den Flug zu kompensieren? Zwischen 10 und 67 Prozent höre ich. Leider sind es auch keine 10. Ja. Im Moment sind wir bei 3 bis 4 Prozent. Wir hoffen sehr, dass es bald 5 Prozent ist, Ende des Jahres. Das ist leider die Wahrheit an dem Ganzen. Und das führt uns tatsächlich genau über zu dem Thema, warum wir sagen, ein Newsroom mit Haltung, warum das so wichtig ist, dass wir da im Newsroom das auch weiterdenken. Bevor ich da aber darauf eingehe, noch zuletzt verteilen wir die letzte Schokolade als Wachmacher, bevor wir jetzt einteilen. Ich bin mal ein bisschen fair und gehe jetzt ins Publikum rein, damit ihr hinten auch solange was bekommt. Michiel da hinten weiterläuft, die Überbrückung in der Tat in unseren Newsroom, warum wir das heute gewählt haben, warum die Weiterentwicklung von einem Newsroom 1.0 in ein 2.0 so wichtig ist für uns. Wir haben seit 5 Jahren oder 6 Jahren bestimmt schon einen super funktionierenden Newsroom. Mit diesem Newsroom kommunizieren wir in den Krisen. Wir alle hatten eine schwere Zeit in der Covid-Zeit, die Luftverkehrsbranche extrem. Da muss ich auch nicht mehr tiefer rein. Wir kommunizieren in Krisen, wir kommunizieren faszinierende Geschichten, wir kommunizieren spannende Geschichten, erfolgreiche Geschichten. Hier nochmal als Beispiel in der Krise, während der Covid-Krise mit unserem Newsroom, den wir haben, der auch architektonisch umgesetzt ist, haben wir genau diesen Flug, das war der längste Flug, den wir begleitet haben in Zusammenarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut. Da mussten die Forscher zu ihrem Forschungsschiff in die Antarktis. Es fuhr kein Schiff. Anfang 2021, was machte die Lufthansa? Charterflug. Das bedeutete aber auch für die Crews, dass sie 2 Wochen vorher komplett in Einzelisolation in einem Hotel in Hamburg mussten. Und dann sind sie alle mit den ganzen Forschern in den Flieger, alle isoliert. Es durfte keiner zu ihnen in den Flieger. Und mit dem Flieger sind sie eben 14.000 Kilometer in die Antarktis geflogen. Das haben wir begleitet. Es war intern ein Riesenthema, weil das eben einfach noch nie da gewesen war. Es war auch extern ein Riesenthema, hat alle Nachrichten begleitet. Und hier nur einen kurzen Hinweis oder Einblick, wie wir das auf TikTok noch mitverfolgt haben als eines der Kanäle. Einfach um zu zeigen, das war halt unser Newsroom 1.0, wo wir eben diese Themen, wie gehabt, seit 6 Jahren, ich sage mal in Anführungsstrichen, erfolgreich kommunizieren. For tomorrow, no, I won't give it a break. Don't need to beg, steal, or borrow. Watch me as I walk this way. I'm busy building an empire. Don't really care what you say. I'm only here for a good time. Drown them out like my stay. Not over, not to take control. All my visions are set in stone. Don't kill my fire. I'm flawless by design. Can't change my mind. So, also, so viel zu unserem funktionierenden Newsroom. Und nun stellen wir fest, dass, und das war schon vor Corona so, das war auch die zweite Frage, die Gesellschaft wandelt sich. Und insbesondere beim Luftverkehr, obwohl so viele Menschen jetzt wieder fliegen, die gesellschaftliche Debatte über das Fliegen, hat es einen Sinn? Macht es überhaupt unter Umweltgesichtspunkten noch Sinn? Das beeinflusst nicht nur die Menschen, die bei uns arbeiten wollen, sondern auch die, die bei uns arbeiten. Das ist einfach eine Diskussion, die bei uns so wichtig geworden ist, dass wir das nicht nur mitdenken im Sinne von Kommunikation, wie können wir die Kommunikation noch besser machen, sondern es ist eine Haltungsfrage. Und Menschen, die bei uns arbeiten, wollen einen Sinn haben und einen Sinn erfahren, warum sie bei Lufthansa arbeiten wollen, auch in Zukunft, auch zukünftige Arbeitgeber. Es ist eben nicht mehr, ich möchte Business Class fliegen, ich möchte die Welt bereisen, nicht nur, sondern es geht sehr viel mehr herauszufinden, wie kann ich dazu beitragen, dass eben der Luftverkehr auch einen Sinn für die Welt hat. Das, was früher galt, dass
Premium wichtig ist, dass Status wichtig ist, das ist nicht mehr so wichtig. Weder für die Kundinnen, für ein paar schon, aber nicht für alle mehr, noch für unsere Mitarbeitenden. Und unser Leitspruch, oder was heißt das, unser Leitspruch daran, woran wir uns orientieren, ist, dass vorne ist das Neue oben. Es geht nicht mehr nach oben, sondern es geht eher einen Weg zu finden, was ist für jeden individuell das Wichtige, was gibt ihm Sinn. Und die große Frage war, wie können wir das in einem Newsroom abbilden? Nicht nur in Kommunikationsprodukten. Hinzu kam noch ein kleiner Seiteneffekt, dass wir als Unternehmen nochmal festgestellt haben, die Lufthansa-Gruppe an sich, dass die größte Business Unit, die Lufthansa Airlines, nochmal stärker selbstständig kommunizieren muss. Das bedeutete, dass wir für diese Lufthansa Airlines auch einen Newsroom bauen mussten. Das heißt, wir haben jetzt in Zukunft einen Newsroom für die Lufthansa-Gruppe und einen Newsroom für die Lufthansa Airlines. Und die müssen gut zusammen funktionieren, vor dem Hintergrund auch dem gerade erläuterten, dass wir eben nochmal das ganze Thema Haltung, Verantwortung nochmal anders neu denken müssen. Und das führte dazu, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen auch eine organisatorische Veränderung. Und die organisatorische Veränderung ist, dass wir das Thema Cultural Development als wesentlichen Teil der Kommunikationsabteilung integriert haben. Das heißt, wir haben neben dem klassischen News and Stories Themen, also im Grunde neue Formate, in den bisher uns bekannten klassischen Formaten und Kanälen gesagt, wir brauchen das ganze Thema Kulturentwicklung ganzheitlich. In der Kommunikation hätte man auch irgendwo hinhängen können, in die HR-Abteilung hätte man direkt an den Vorstand hängen können. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben uns entschieden, das eben zur Kommunikationsabteilung zu hängen, auch organisatorisch, und haben gesagt, zumindest bei der Lufthansa, der Game Changer wird sein, dass wir in den Dialog treten. Durch die Erfahrung der Pandemie, alle waren zu Hause, hinzu kommt, dass bei uns die meisten Mitarbeitenden, wenn sie arbeiten, gar nicht bei uns sind. Die fliegen. Wir haben gar keinen Zugriff auf sie. Von daher müssen wir noch mal viel stärker drauf gehen, was bedeutet denn Dialogkommunikation bei Lufthansa. Deswegen eine spezielle Einheit Dialogkommunikation, gepaart mit der Einbindung der Führungskräfte, die dann noch mal einen sehr viel stärkeren Impuls geben mussten. Und diese drei Punkte des Zusammenführens des bisherigen Newsrooms mit News and Stories, das Thema Kulturentwicklung an sich und den Fokus auf Dialoge, das war für uns die Veränderung, dass wir gesagt haben, okay, aus dem Newsroom 1.0 ist es nicht nur einen zweiten Newsroom bei der Lufthansa Airlines bauen, sondern gemeinsam zusammen mit dem Thema Haltung, mit dem Thema Dialog nochmal stärker den Fokus legen auf die Dinge, die uns bewegen. Und zwar aus der Abteilung selber heraus als Kommunikatoren, eben als Role Models nach vorne gehen. Und wie wir das machen, übernimmt Michi. Genau. Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht, wie sich das äußert in unserer Arbeit, jetzt diese Veränderung. Und du hattest schon kurz angesprochen, Dialogkommunikation, tatsächlich Dialog und neue Formate. Mit unserer neuen Haltung, mit unserem neuen Newsroom müssen wir neue Formate entwickeln. Und die fokussieren sich sehr stark auf Dialog, also persönlicher Dialog, persönlichen Austausch. Klar haben wir noch die virtuellen Formate, aber wir glauben, dass das Zusammenkommen von Menschen physisch wirklich ein Gamechanger ist, was dieses Thema angeht. Und Leute zusammenbringen ist ja zufälligerweise auch unser Geschäftszweck von Lufthansa, deswegen passt das ganz gut. Da haben wir Formate wie große Townhalls, kleine Townhalls, wir haben Frühstück mit dem Management, wir haben Teams-Calls für die Teamleitenden. Da bringen wir hierarchieübergreifend und crossfunktional die KollegInnen zusammen mit dem Ziel, Dialog als Veränderungsmotor einzusetzen und auch dort zu sein, wo die Mitarbeitenden sind. Und da ist das Foto ein ganz gutes Beispiel. Es ist aus unserer Technikhalle. Das ist ein Dialogkonzept, wo man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin die Familie anmelden kann und die können dann einen Tag mitlaufen und die Arbeit in der Halle begleiten. Total spannend.
Dialog heißt auch innerhalb von unserem Newsroom, dass wir stärker in den Dialog, in den Austausch und in die Collaboration mit anderen kommunizierenden Bereichen bei Lufthansa zusammenarbeiten. Wir sind ja klassisch die Unternehmenskommunikation von der Vergangenheit her. Wir haben aber bei Lufthansa auch dedizierte Kommunikationsteams für die operativen Mitarbeiter, also Kommunikation für Cabin Crew, für Cockpit Crew, für Ground Staff, für Technik, weil die alle ihre eigenen Bedürfnisse haben. Und mit unserem Newsroom arbeiten wir auch stärker mit den KollegInnen zusammen, um da noch mehr Themen auszutauschen, mit One Voice an die Mitarbeitenden zu kommunizieren, um die Botschaften zielgruppengerecht aufzubereiten. Genau. Beispiel 1. Das andere Beispiel ist unsere Hoodies. Die hätten wir eigentlich auch mal anziehen können für den Vortrag, fällt mir gerade auf. Aber da geht es darum, dass wir mit den Stories und mit den Formaten, die wir in unserem neuen Newsroom entwickeln, dass wir die mit so einem Mindset entwickeln, dass wir über diese Stories und Formate Emotionen und Begeisterung erreichen in unserer Mannschaft. Und da sind die Hoodies echt ein gutes Beispiel gewesen. Man könnte ja sagen, okay, Hoodies, fein, es sind halt Klamotten, aber wir haben das wirklich positioniert als ein verbindendes Element. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich Hierarchien abgebaut wurden, dass sich die Kultur im Unternehmen so ein kleines bisschen schon verändert hat. Es ist jetzt völlig okay, mit diesem Hoodie bei uns im Büro rumzulaufen. Das war vorher weniger der Fall. Und dieser Hoodie hat sich auch quasi entwickelt als zu einem nicht offiziellen Homeoffice-Hoodie. Man sitzt manchmal vor dem Bildschirm in Teams-Calls und sieht nur Menschen mit dem gleichen Outfit. Und genau, ja, um Engagement zu erhöhen in der Belegschaft. Letzter Punkt, Verantwortung vorleben. Und ihr seid jetzt bestimmt alle total abgelenkt wegen dem Weihnachtsmann. Um ihn geht es aber nicht. Vielleicht habt ihr die kleine blaue Robbe gesehen, die er in der Hand hat. Und dahinter steckt eine Geschichte. Wir haben letzten Winter einen Sonderflug durchgeführt für Kinder aus einem Waisenhaus in Frankfurt. Und wir haben die nach Lappland geflogen zum Weihnachtsmann in dem Dorf oder Ort, wo er wohnt. Zurück in Frankfurt hat ein Kind festgestellt, dass das Kuscheltier weg war. Kuscheltier, die blaue Robbe. Kindertränen nicht zu trocknen, aber Lufthansa hat es trotzdem geschafft, über unsere fantastischen KollegInnen. Es hat jemand die blaue Robbe bei dem Weihnachtsmann im Dorf wieder abgeholt, zum nächsten Flughafen gebracht, dann ist es nach Frankfurt gekommen, da wurde es an die Station übergeben und so hat es das Kind wieder erreicht. Und nun könnte man als Kommunikationsteam dazu neigen, oh, super coole emotionale Geschichte, das müssen wir PR-mäßig total ausschlachten. Aber da haben wir gesagt als Newsroom, nein, das machen wir nicht und zwar bewusst nicht. Das ist unsere Haltung. Auch wenn der Fachbereich total motiviert war, oh, können wir dazu nicht kommunizieren zu diesem Sonderflug und mit der blauen Robbe, der zurückgekommen ist, ist doch total schön. Da haben wir gesagt, nein, wir wollen das nicht nutzen, eine Geschichte mit Waisenkindern für unsere PR-Zwecke. Und das ist eine Funktion, die wir im Newsroom 2.0 zunehmend ausüben müssen. Es geht um die Beratung von Fachbereichen, was wir ja schon immer machen. Wir beraten zu Inhalten, wir beraten zu Formaten, wir beraten zu Aufbereitung. Aber diese Beratung zum Thema Haltung, das ist auch für uns neu. Das müssen wir auch in unserem Newsroom quasi, unser Skillset erweitern und uns das beibringen. Genau, eine neue Funktion, die wir quasi im Newsroom 2.0 auch dazu haben. Und wenn wir in dieser Hinsicht kompetent beraten und das Thema Haltung auch mitnehmen, dann hat unsere Kommunikation deutlich mehr Wirkung. Das also zeichnet sich jetzt schon ab und hoffen wir, dass sich das auch weiterhin so herausstellt. Und am Ende, auch wenn es ein eher softes Thema ist, tragen wir dazu zum unternehmerischen Erfolg bei.
So viel dazu. Ich bin gespannt, wie viel Zeit wir jetzt schon benutzt haben. Okay, wir haben noch 10 Minuten für Fragen und Austausch. Vielleicht gab es ein Thema, was euch besonders interessiert hat, wozu ihr noch mal was nachfragen möchtet. Okay, da gibt es schon mehrere Hände. Wir fangen hier vorne an, sehr gerne. Das Mikrofon. Hallo, ja. Ja. Danke. Ja, Manja Domag, mein Name von der Brunswick Group. Erstmal vielen Dank für diesen frischen Vortrag am frühen Morgen. Ich habe eine Frage zu diesem Cultural Change innerhalb des Newsrooms. Ihr habt ja gesagt, ihr habt auch den gesamten Newsroom umgestaltet und auch den Mindshift da durchgeführt. Wie seid ihr da rangegangen, dass das auch bei den MitarbeiterInnen so verstanden wurde und auch gelebt wird? Im Newsroom, die Mitarbeiter? Ganz genau. Genau. Also ehrlich gesagt sind wir immer noch dabei, ne, weil Kulturentwicklung kann man nicht und Change kann man nicht einfach jetzt initiieren und morgen klappt das alles, das funktioniert nicht, sondern wir haben tatsächlich klassische Teamentwicklung, also es gibt 3 Teams, die finden sich selber, ne, und wir haben dann nochmal ein Format entwickelt, wie sie sich innerhalb austauschen, also klassisch über Workshops sozusagen, aber auch durch Verbindungen, beispielsweise die eine Kollegin aus News & Stories, die ist sehr eng mit dem Cultural Development Team im Austausch, arbeitet mit ihnen zusammen, um zu verstehen, was sind denn deren Positionen, Elemente, was können wir daraus kommunizieren, das ist eine. Die Teamleitenden sind untereinander verdrahtet, wir nutzen auch die Kommunikationskollegen in der Lufthansa Group über regelmäßige Formate. Alle 2 Wochen sind wir mit den Teamleitenden zusammen, damit wir mit ihnen das verbinden. Also wir haben einfach ganz viel Dialogformate, wo in diesem Fall jetzt die Kolleginnen aus dem Kulturteam tatsächlich nochmal ganz andere Blickwinkel reinbringen. Deren Fragestellungen sind nämlich nicht die Fragestellungen, die Kommunikatoren bisher hatten, sondern deren Fragestellungen sind interessanterweise ganz andere, beispielsweise: Wie gehen wir denn gerade miteinander selber um? Ja, das ist in einem Kommunikatorenalltag, zumindest bei uns im Unternehmen, nicht die erste Frage gewesen. Und die Kolleginnen und Kollegen aus der Kulturentwicklung, die kommen von einer ganz anderen Ebene. Und diese 2 Geschwindigkeiten, ich nenne es mal Geschwindigkeiten, ohne eine Wertung reinlegen zu wollen, tut einfach tatsächlich in dem Kommunikatorenalltag, oder zumindest in meinem bisherigen, nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringen. Und allein über 2, 3 Fragen, die da einfach anders kommen als sonst, hilft das zum Nachdenken und hat eine riesen Wirkung auf den Output, den wir dann generieren, tatsächlich. Und noch in Ergänzung dazu, über die KommunikationskollegInnen hinaus, sind es auch wir als Early Adopters von diesem Thema, die es, weil wir es machen, in das Unternehmen tragen. Zunächst auf die Fachbereiche, mit denen wir eng zusammenarbeiten, über unsere Kommunikation. Und das wird ein Prozess sein, wie sich das dann verbreitet im Unternehmen. Ja, also das Mikrofon in die Richtung. Ja, hallo, Sebastian Vogt von der Evangelischen Bank und ja, auch nochmal danke für den Vortrag. Wir sind auch am Ausprobieren von Dialogformaten. Was ich als herausfordernd empfinde, ist Richtung Vorstand, Management Board zu kommunizieren und das mit den strategischen Zielen des Unternehmens irgendwie abzugleichen. Wie kriegt ihr das Commitment vom Management, solche Sachen auszuprobieren, und wie bringt ihr das auch mit euren OKRs oder KPIs irgendwie in Verbindung? So softe Themen, sage ich mal. Da haben wir das Glück, dass das genau ein Ziel ist, was auch vorgegeben ist von dem Management aus. Deswegen stehen die total dahinter. Also es gibt natürlich eine Unternehmensstrategie und es gibt die Kulturentwicklung. Wir nennen das ehrlich gesagt, Kulturentwicklung wäre der Überbegriff. Eigentlich ist es die Grundausrichtung, es ist dem Unternehmen Sinn geben. Und das Management, also wirklich das Top-Management der Lufthansa Airlines, hat verstanden, es ist wirklich der Game-Changer. Wir können nicht weitermachen, wir können nicht einfach das Strategieprogramm durchsteuern. Wir müssen in der Grundausrichtung, wir müssen den Sinn für die Arbeit und das Thema Verantwortung nochmal sehr viel stärker verankern. Nur dann werden wir langfristig durchkommen. Das kann man nicht erzählen. Ich kann nicht hier stehen und sagen, so und so machen wir das. Das muss man erleben. Und
Erleben geht nur über Dialog. Und da das Lufthansa Airlines Management selber in einer sogenannten Team Journey wirklich hart an sich arbeitet und versteht, wie wichtig Beziehungsarbeit ist. Und Beziehungsarbeit funktioniert selten im Digitalen. Das funktioniert im Persönlichen, in kleinen Formaten, mittleren Formaten, großen Formaten. Investieren Sie super viel Zeit und von daher haben wir da eine glückliche Fügung, weil das Verständnis auf der obersten Ebene da ist. Ich selber bin wöchentlich in den Vorstandssitzungen mit dabei und habe einen fixen Slot zur Kommunikation und habe den auch nochmal wirklich so ausgeweitet, dass ich dann aufzeige, das sind die Dialogformate. Und wir verplanen sie, also die Verplanung der Dialogformate, und da geht es nicht nur um die, die wir als Unternehmenskommunikation planen, sondern auch die, die, ich sage mal so standardmäßig drin sind in den Kalendern, dass wir einen Gesamtüberblick haben, Betriebsversammlungen, Personalversammlungen, die kommen ja vom in der Notwendigkeit heraus. Und dass wir das alles tatsächlich koordinieren und schauen, dass sie gemeinsam ein einheitliches Bild abgeben. Also von daher, die Koordinationsfunktion liegt bei uns und dadurch, dass es immer Teil der Vorstandsagenda ist sozusagen, haben wir das da ein großes Verständnis dafür. Da hinten waren auch Fragen, nicht, dass wir den hinteren Raum mal vergessen. Wen sollten wir nehmen? Da und dann später nochmal eins hinter. Hallo, Laurenz von Lidl Deutschland. Ich hätte mal eine Frage auch im Zuge von Corona. Wie agil agiert euer Newsroom? Also wie habt ihr das zum Beispiel gemacht mit Homeoffice-Sachen eventuell? In der Newsroom stelle ich mir mal vor, so eine riesen Infozentrale mit ganz vielen Bildschirmen. Das hatte jetzt aber nicht jeder zu Hause. Und dadurch, dass das bei uns jetzt auch ein aktuelles Thema ist, würde mich mal interessieren, wie agil sind oder remote sind die Arbeitsprozesse bei euch im Newsroom? Da sind wir sehr gut aufgestellt, würde ich jetzt mal behaupten. Also vor Corona hatten wir gerade Teams eingeführt bei Lufthansa. Das war unsere Rettung, ehrlich gesagt. Wir hatten mal auch einen Tag versucht, komplett remote zu arbeiten, noch vor das Thema war. Einfach versucht, um zu testen, würde das laufen. Ist gelaufen, war ein bisschen anstrengend und dann später stellte sich heraus, dass es gut ist, dass wir diesen Test gemacht hatten. Und wir haben das eigentlich nie losgelassen, dieses Thema. Wir haben dann auch nach Corona DiRico, jetzt Comms Control, eingeführt, was auch nochmal dazu beigetragen hat, dass unsere Prozesse sich digitalisieren. Und wir arbeiten, selbst wenn alle im Büro sind, sind nicht alle im gleichen Büro, weil wir schon mal mindestens 3 Büros haben, über die wir verteilt sind. Deswegen ist immer eine Remote-Komponente dabei. Und damit machen wir sehr gute Erfahrungen. Das ist für uns der Alltag. Weiter hinten waren auch noch Fragen. Keiner mehr? Hat sich ja ergeben. Hi, ich bin Johanna von Microsoft. Ich habe eine Frage und zwar zum Cultural Development. Wie messt ihr denn euren Erfolg in dem Bereich? Über einen Engagement Index, der ja einmal im Jahr erhoben wird. Das heißt, wir werden das dann sehen, wie erfolgreich wir waren. Am Ende dieses, also im September wird er erhoben, dann kommt das Ergebnis im Oktober. Ja, genau. Oder und bei einfachen Dingen tatsächlich, ich sag mal, bei Pulse-Checks. Manche Abteilungen machen ja unterjährig Pulse-Checks. Wäre eine messbare Auswertung. Andere machen qualitative Rückmeldungen. Also von daher unterschiedlich. Aber der große Wert ist der Engagement-Index, den wir einmal im Jahr erheben. Okay, ich glaube, wir haben noch Zeit, oder? Für 1-2 Fragen? Wir haben, glaube ich, noch so 30 Sekunden. Also okay. eine schnelle Frage kriegen wir hin. Schnelle Frage. 30 Sekunden. Volker vom Diakoniewerk Martha Maria aus Nürnberg. Welche Werte stehen denn hinter den Haltungen, die du genannt hast, beziehungsweise hinter der Haltung? Und wie sind die formuliert und kommuniziert? Mhm. Oh, das ist aber länger. Das geht nicht in 30 Sekunden. Aber können wir gleich fort. Die Werte reichen mir. Mut, Offenheit und Transparenz wären die Werte. Aber das sind jetzt Schlagworte, die können wir niemals so auf die Mitarbeitenden loslassen und sagen, die alle wunderbar willkommen im Bullshit-Bingo. Das funktioniert nicht. Von daher, unser Purpose, den wir im Unternehmen leben, ist we take off to take care. Das ist die Grundausrichtung. Und übersetzt heißt es Verantwortung in unterschiedlichen Dimensionen groß denken. Das ist die Verantwortung für mich, für die Mitarbeiter, für die Umwelt, für die Gesellschaft. Und das ist in der Tat im Unternehmen an sich, in jedem Lufthanseaten, Lufthanseatin an sich schon verankert. Wir müssen es nur noch freilegen und größer denken. Wenn man das wirklich sich mal 30 Sekunden Zeit nimmt auf der Couch und überlegt, was heißt Verantwortung? Wirklich, was heißt das wirklich?
dann ist das echt ein ganz mächtiger Begriff. Ja, da ist nicht nur Umwelt, das ist Verantwortung in ganz vielen Dimensionen. Und das muss erlebbar werden. Also von daher, das versuchen wir über tatsächlich über diese veränderte Haltung erlebbar zu machen und versuchen, die Worte Mut, Offenheit, Transparenz gar nicht vordergründig leben zu lassen, weil da sagt jeder Danke, damit kann ich viel anfangen. Wunderbar, in diesem Sinne und auch um im Bild zu bleiben, Punktlandung und vielen Dank für euren Vortrag, eure Einblicke in den Dienstpunkt. Ich glaube, ihr seid auch weiterhin...